Shalom an alle Raptor, die begrüßt euch ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge Minecraft. Entschuldigung, ich meine natürlich City Skylines. Und ja, dann lasst uns mal sehen, was wir heute alles erledigen können. Die Stadt muss erweitert werden, heute mindestens noch ein paar tausend Einwohner dazu verdienen. Das wäre doch ganz nett. Und dann sehen wir uns mal an, was wir erreichen können, wenn das Ladebildschirm dann endlich mal zu Ende geladen hat. Was natürlich wieder eine Zeit lang dauert. Und schon ist die Motivation wieder erniedrigt. Das nächste Mal fange ich in der Stadt an, glaube ich. Ich glaube, ja, das wäre das Beste. So, gut. Ja, so ein kleines Thema. Momentan mit Aufnehmen ist nicht so oft, weil es geht wieder los mit Schule bald und dann auch mit Urlaub. Ich bin nämlich vom 26. Juli, also in einem Monat und ein paar Tage, bin ich weg. Und zwar in Portugal bis zum 12. August und dann nochmal die ganze Zeit woanders da. So, wir sehen uns mal an. Okay, hier haben wir kranke Bevölkerung. Kranke Bürger. Dabei habe ich die Gesundheit auch eigentlich aufgepäppelt. Ja, Gesundheit passt, Müllversorgung geht, Wasser hat jeder, Saft auch. Okay, Feuerwehr, Gefahr 34, aha, Polizei, Kriminalität und Bildung, Bildung ist okay. Transport und Safety Rules. Ja, ich glaube, wir machen noch ein bisschen was mit Transport, habe ich das Gefühl. Am besten, wir gehen dafür auf Schnellvorlauf, damit der Laden hier mal in Gang kommt. Hier unten gibt es noch viel zu bebauen, Leute. Da kann noch viel gemacht werden. Steht das unter Wasser? Yep, es steht unter Wasser. 3000 Leute leben in der Meda City Jaffa. Der Wahnsinn. So, gut. 7000. Also es geht wieder auf mit den Zahlen hier. Es geht wieder auf. So. Jetzt muss ich natürlich ganz genau überlegen, wo mache ich jetzt Bushaltestellen hin, wo lohnt sich das denn überhaupt? Industrieparks muss ich erstellen, ja, das ist nicht so schön. Ja, neues Land kaufen, sieht gerade schlecht aus mit 9000, aber wie viel kostet das? 30.000! Ja, sag mal, bin ich Bill Gates hier? 30.000, jetzt muss ich ein bisschen warten, das kann dauern. So. Aber viele Leute kommen dazu, das ist doch schön, das ist doch schön, das ist doch schön. Gibt es allgemeine Rechtsordnung? Ah nee, die Teile, die haben letztes Mal schon so viel Kohle gekostet, das mache ich jetzt nicht. Budgets habe ich auch noch im Arsch, muss ich auch noch Zinsen zahlen dafür. Wo habe ich denn hohe Ausgaben? Lass mal sehen, so, das ist durch Stalin, das ist okay. Richtig hohe Ausgaben sind halt Feuerwehr, Bildungsstrom und so weiter. Aber da kann ich jetzt nichts ändern. So, Touristen haben wir nicht. Ja gut, es gibt auch nicht viel zu sehen in dieser Stadt, wenn ich ehrlich bin. Also noch nicht. Wir bauen also mal weiter. Am besten bauen wir Industriepark. Einen fetten Industriepark weg von der Öffentlichkeit. Das ist eine gute Idee. Den bauen wir am besten hier hin. So. Bauen wir hier heftig Gewerbe und Industrie. So, machen wir das. Sieht doch schön aus. Ja, sieht schön aus. So ist, glaube ich, richtiger. Da verlieren Leute ihre Stelle, kein Problem. Und dann bestücken wir das mal. So, Gewerbe hier. Und... Nein. Und Industrie. Fett hier, fett da und nochmal fetter. Nee, wir machen das lieber so. Und dann machen wir hier nochmal Gewerbe hin. Das sieht okay aus. Ja, sieht gut aus. So, wir sehen nochmal, hat das Zeug Wasser? Nein, hat es natürlich nicht. Wir verlängern die Leitung bis hierhin. Dann bauen wir hier noch eins. Die Stadt wird richtig schön, aber das unterirdische Labyrinth ist natürlich kompliziert. So, okay. Genug Wasser, ist klar. Feuerschutz sollten wir dahin bauen. Aber ich habe noch zu wenig Kohle. Das ist auch nicht schlecht. Sehen wir uns das mal vom Nahen an. Aha, 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 aha. So. Stadt gedeiht, Stadt geblüht. 30.000 brauchen wir, um eine Dienstleistung herzustellen. Freigeschaltete ITs. Habe ich schon nicht vergessen, aber dauert ein bisschen, bis das möglich ist. So, Gewerbeparks sind gleich ausgelutscht.
Da sollte dann also nichts mehr kommen. Hier ist immer noch Gebiet zu bauen. Das ist eine Kirche, Friedhof. Auch gut. 30.000, das dauert noch ein bisschen, bis wir das haben. Kann ich dann schon... Gut, was kann ich noch machen? Freizeit. Freizeitaktivität niedrig. Aha. Platz mit Bäumen ist immer gut. Kleiner Spielplatz. Gibt es sowas nicht auch in groß? Großer Spielplatz, wenn man vom Teufel spricht. Großer Spielplatz, zu groß. Platz mal einfach mal dahin. Und ja, hier mitten rein. Muss man halt machen. Verlieren wir ein paar Menschen, die kriegen wir schon wieder rein. So, und jetzt können wir bebauen. So, das heißt, jetzt kann man... Ja, jetzt ist natürlich die Nachfrage wieder an Zeug ganz hoch und wir haben wieder kein Geld. Gut. Ich glaube, hier mache ich so eine Hauptstraßenallee hin. Das wäre vielleicht nicht ganz so schlecht, weil hier ist schon heftig Verkehr, wie man sieht. Was mache ich später? Ich habe jetzt gerade noch keine Zeit dafür. So, du hast nicht genügend Geld, um das zu tun, was du tun willst. Ist immer toll. Und dann bebauen wir das noch einmal vollständig. Als Wohnblock. Zack, zack. Und fertig. Wasser, kein Problem. Nehmen wir die Leitung, vergrößern die Leitung. Nicht genug Geld. Ups. Jetzt aber. Und noch einmal vorspulen. Wie viel nehmen wir schon auf? 6 Minuten 44. Uhuhu. Ja. Gut. So, es ist mal wieder schön zu sehen, dass ich doch zu was komme noch. Nicht ganz wertlos hier rumstehe. Und ja, die Nachfrage ist schon wieder gesenkt. Also alles gut. Schauen wir uns nochmal durch. Bildung. Verfügbare Bildung wird gelb. Kriminalitätsrate ist okay. Gefahr von Feuer. Müssen wir was machen. Irgendwann mal. Gesundheit. Naja, gelb. Müll. Wasser. Auch. Also da kann sich noch einiges tun, was wir tun müssen. Wir schauen mal hier. Was habe ich denn hier? Alles. Ein großes Einkaufszentrum für 60.000 Dollar. Klingt gut. Machen wir vielleicht dann. Aber dafür brauchen wir erstmal so viel Geld. Ich meine, klar, guck dir den Kontostand an. Es geht klar nach oben, aber irgendwie doch ein bisschen zu langsam. Und jetzt kann ich endlich die Straße bauen, die ich da hier hinbauen wollte. Das wäre vielleicht ganz toll. Zack. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen Zeug bauen. So. Finito. Und gleich haben wir 4.000 Einwohner. Das sind zumindest mal 1.000 mehr als gerade eben noch. Das ist schön. Ah ja, das ist schön, wenn es so langsam ansteigt und dann immer mehr wird. Hahaha. Aber das Geld geht irgendwo zurück. Sehe ich gerade. Was ist da los? Wirtschaft. Was ist denn los bei euch Wirtschaft? Gesamt 5 Millionen, Gesamt 2 Millionen, sind 9 Millionen, ist klar. Aber Ausgaben. Wo hapert's denn hier? Voraussichtlich am Strom, in wöchentlichen Ausgaben für Wasser. Ja, mit Gesundheit ist halt extrem hoch, aber es ist halt auch wirklich das, was wir machen sollten. So, wir könnten hier die Budgets für die ganzen Leute könnten mal ein bisschen senken oder ein bisschen erhöhen. Je nachdem, wenn ich den Strom senke, dann werden alle Leute sauer. Wenn ich Wasser senke, sind alle Leute sauer. Wenn ich Müll senke, bringt nichts. Gesundheit, dann hätte ich ein großes Problem. Ich glaube, ich erhöhe mal das Budget ein bisschen für Gesundheit. Weil was die Gesundheit braucht... Quatsch, was die Gesundheit braucht. Da ist schon wieder mein tolles Deutsch, was keiner versteht, was ich nicht mal selbst verstehe. Was ist denn mit euch los? Was ist mit euch? Sieht aus wie kranke Bürger. Ist was mit dem Wasser nicht in Ordnung? Ist was mit dem scheiß Wasser nicht in Ordnung? Eigentlich sollte mit dem Wasser alles in Ordnung sein. Was ist mit euch? Seltsam. Was ist mit den seltsamen Leuten hier los? Guck dir das doch an. Das alte Gebäude mit gering besiedelter Wohnzeug.
Da sind Leute tot. Schlecht. Ja, gut. Oh, scheiße. Scheiße, guck dir das bitte mal an. Hallo, habe ich nicht gerade noch das... Hallo. Ich habe doch gerade noch das Budget für Gesundheit erhöht. Muss ich das jetzt auf Maximum stellen, auf 150? So, und jetzt habe ich gleich keine Einnahmen mehr. Aber kranke Bürger gibt es denn noch. Und jetzt habe ich schon kein mehr Geld mehr. So, schön. Gut, dann Gesundheit wieder auf Normalzustand zurückdrehen. 100. Friedhof benötigt. Ah jo, klar. Einen Friedhof kann ich mir jetzt auch leisten. Am besten, ich baue den hier hin, wo einst der Industriepark war. Ach, natürlich, Industrie, da war doch was. Wir brauchen eine Kläranlage oder sowas. Das wäre, glaube ich, das, was wir am meisten brauchen. Krankenhaus wäre auch nicht schlecht, aber das habe ich noch nicht. Da brauche ich 5000 Einwohner für. Und ich sehe gerade, die 5000, die können wir uns eigentlich schon... Ja, könnten wir machen. Könnten wir machen, machen wir das, machen wir. Ich glaube, das machen wir. Bauen wir hier noch eine Landzunge hin. What? Was habe ich gedrückt? Ups. Sorry. Ja, lass mich doch da jetzt wieder hin. So. Und dann bauen wir hier das nochmal schön aus. Hier auch noch was. Und wir benötigen... Ja, gut. Vom Geld her wird das schon wieder knapp. Lassen wir es so. Bauen wir hier noch was hin. Hier, hier, hier. Hier, hier. Moment, dieser kleine Teil, der kann meinetwegen mit Gewerbe bedichtet werden. Und das hier alles mit Zeug, bla. Gesundheit. Die Gesundheit ist am Arsch. Irgendwas stimmt nicht. Und da gibt es verlassene Häuser. Warum gibt es da verlassene Häuser? Was ist mit denen? Ach komm, so schlecht kann es doch nicht sein, ernsthaft. Verlassen, wo war noch verlassen? Da ist wohl noch verlassenes Gebäude. Und fertig. Ansonsten gibt es nirgends mehr verlassenes Gebäude. Ich verliere Geld. Warum verliere ich Geld? Weil ich Geld verliere. Ist die Gesundheit gedrosselt oder was? Naja, wenigstens bounce sich das wieder. Oh, ich habe fast 1000 Leute verloren. Was zum Teufel? Wie konnte das denn so schnell überkippen, ey? Das ist ja faszinierend. Teilweise schon. Stimmt irgendwas mit dem Wasser nicht? Ja, irgendwas stimmt mit dem Wasser nicht. Aber ich habe keine Ahnung was und ich wüsste nicht, wie ich das ändern sollte. Also, Kläranlage wäre toll, aber 16.000 Einwohner, das ist ein bisschen viel. Am besten, ich baue erstmal wieder einen Wasserturm hin, wenn ich dann wieder an zu Geld komme. Weil so, das ist nicht schön. Das ist nicht schön, wie das so ist momentan. Überall kranke Bürger und ich habe keine Ahnung, wie ich das wieder unter Kontrolle, wie ich das jemals wieder unter Kontrolle bringen kann. Hallo, da brauche ich ein bisschen Geld. Neues Budget. Neues Darlehen. 14 Minuten 5. Ja, ich bin ein bisschen kaputt. Entschuldigung, Leute. Und heute noch arbeiten. Boah, ich habe so keine Lust, ey. Ich habe so keine Lust. Aber was sein muss, das muss sein. Ansonsten kann ich mir den Urlaub nicht mehr leisten. Egal. So, 3.500. Wir kaufen einen Wasserturm und wir kümmern uns darum, wo dieser Wasserturm hinkommt. Am besten ist jetzt den Wasserturm mal hier rein. Schließe ich den in die Autopipe an. Und dann müsste das Wasser, eigentlich die Wasserverschmutzung vor allem, müsste wieder zurück. Frischwassereinrichtung. Aktiv. Gibt es jetzt zwei. Mit Frischwasser hoffe ich doch. Wassereinrichtungen sind aktiv und inaktiv.
Das ist mit. Ah, jetzt baue ich. Ah, Entschuldigung. So, was ist mit dir? Im Normalbetrieb. Ihr seid doch hoffentlich auch im Normalbetrieb, oder? Im Normalbetrieb Abwasserrohr. Gut. Aber es geht einfach nicht zurück. Hä? Leute, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, was das sein soll. Also ich habe da keine Ahnung. Ich kriege hier auch null Informationen, außer dass ich da weiß, es ist ein kranker Bürger. Und was ist hier los? Fokus, bitte. Okay, Fokus bringt auch nichts. Gut, klar. Klar. Kein Problem. Nein, wirklich nicht. Menno, ey, wirklich? Ich habe doch hier Frischwasserkanal jetzt eingerichtet. Was wollt ihr denn noch? Ich kann doch nicht noch mehr. Hier, guckt mal. Eins von diesen Teilen hat 400... Super. Ich brauche echt 5000 Einwohner, so langsam, aber sicher. Ich gönne mir noch ein Darlehen. Das wäre, glaube ich, das Beste, was ich jetzt machen könnte. Und zwar nehme ich mir noch ein Darlehen. Ja gut, 21.000 sind das oder 21 Millionen, keine Ahnung. Nehme ich mir einfach mal. Danke. Und dann, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich 20 Millionen, was mache ich jetzt? Am besten, ich kümmere mich erstmal ein bisschen um die Gesundheit. Aber ich will dieses scheiß Krankenhaus, dafür brauche ich 5000 Einwohner, verfickte Scheiße. Gut, dann erweitern wir das noch einmal. Falsch. So ist richtig. Ich weiß doch nicht, ob das jetzt direkt auf 5000... Ey, komm Leute, ich will heute noch 5000 knacken. Mindestens. Sollten wir schaffen. Sollten wir unbedingt schaffen. So, komm. Hier, überall. Gut, da bleibt eh frei. Da kommt ja keiner hin. Hier noch. Hier. Hier. Und hier. Dann wieder. Frischwasseranlageturm. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Und natürlich auch. Hier hin. So, und aber ich weiß nicht, wie ich das wirklich unter Kontrolle bringen soll. Ich habe schon wieder zu wenig Geld und wieder zu wenig Einwohner. Ich muss mal vorspulen, bis ich endlich 5000 habe. Bildung am Arsch. Kriminalität gibt's nicht. Feuergefahr ist hoch. Oh Mann, das ist doch... Aber ich muss warten, bis ich da 5000 hinbekomme. Die habe ich gleich. Die habe ich gleich. Komm schon. 4500. Es werden mehr. Es werden so langsam. Es werden wirklich langsam, aber sicher werden. Mehr Menschen. Gesundheit. Durchschnittliche Gesundheit. Ist kaputt. Am besten, ich kümmere mich noch darum, eine Richtlinie hinzusetzen. Aber das kann ich jetzt auch nicht. 4600. Aber nur noch wenig steigend. Stinkt euer Leitungswasser? Ah ja, das ist schon mal wichtig zu wissen. Aber woher kommt denn die ganze Scheiße und ich kann keine Richtlinie machen? Was ist denn da los? Und jetzt geht's wieder runter. Ah, ich brauche nochmal ein Darlehen. Fluch. Und jetzt kann ich das nicht mehr nehmen. Fluch. Erreichen Sie die Bevölkerung von 20.000. So, den Rest. Ich kann kein Darlehen mehr nehmen. Nee? Nein. Kann ich nicht. Ich kann die Steuern auch nicht erhöhen, weil dann rennen mir die Leute davon. Die rennen jetzt schon weg. Das heißt im Grunde, ja, ist mein Laden gefickt. Aber ich verstehe nicht, was kann ich dagegen tun, wenn ich so klein bin? Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Das ist das Problem. Und ich kann auch keine Richtlinien erstellen aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß. Warum kann ich denn hier bitte schon keine Richtlinien? Ich habe gar keine Richtlinien mehr. Was ist denn hier los? Spiel fortsetzen. Ups, da fällt mein Zeug um. Toll. So. Ah, komm, es geht wieder bergauf. Komm, Junge. Komm schon. 5000.
4700. 4800. 4900. Und jetzt noch 100. Bitte. 100, 100, 100, 100, 100, 100. 50. 20. 10. Jawoll, 5000. Endlich. Endlich. Wunderbar, so, was bekomme ich denn alles Schönes Neues? Ölkraftwerke, schon mal schlecht. Feuerwehrhaus, Polizeihauptquartier und Krankenhaus. Ah, Gott sei Dank. Und ich bekomme viel Geld, was bedeutet, jetzt kann ich endlich ein verfluchtes Krankenhaus nicht hinstellen. Cool. Oh. Das heißt, nochmal warten. Oh. Toll. Jetzt hat Richtlinien. Genau. Recycling. Umwelt. Verringert Müllansammlung etwas. Verringert Steuereinnahmen etwas. Freizeitnutzung ist Blödsinn. Dienstleistung, Stadtplanung, Besteuerung ist blöd. Wasserverbrauch. Verringert Wasserverbrauch moderat. Recycling. Rauchverbot, Parks und Freizeitmöglichkeiten. Erhöht den Boden, Richtwerk, Parks und Plätze herum moderat. Erhöht das Dekorationsbudget um 20%. Gut, ich glaube nicht, dass wir uns das jetzt schon leisten können. Es wird wirklich nur an der Zeit, dass wir ein verfluchtes Krankenhaus hinbasteln. Das wäre es dann für heute. Weil wir sind schon wieder 22 Minuten am Aufnehmen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber 20 Minuten lang hier den Stress zu beobachten. Guckt ihr das an, was da für ein Megastau ist. Holle. Gut, ja, 65.000. Wir können jetzt ein Krankenhaus bauen, was bestimmt eine sehr, 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 sehr gute Idee ist. Wir bauen das Krankenhaus dahin. Da. So. Und die Gesundheit, sie steigt hoffentlich. Bitte, bitte, kranke Bürger, gehen langsam zurück. Seht ihr das? Seht ihr das? Es geht zurück, wenn auch nur sehr langsam. Heilungskapazität 900, das ist natürlich schlecht, wenn man 1800 kranke Leute hat. Aber ich wüsste nicht, was wir ansonsten hätten machen können. Oder ansonsten machen wollten, sollten, tun, bla. Okay, gut, ja. Die Ausgaben sind extrem hoch, vor allem fürs Krankenhaus. Das bedeutet, wir werden kaum Geld verdienen in naher Zukunft. Aber wir können es ja nochmal. Können jetzt erstmal wieder Industriepark hinbauen. Ja, das können wir echt machen. Und zwar, wenn wir dann mal ein bisschen Geld haben. Hallo. Sie benötigen mehr Geld, ja, ist mir klar. Und bauen hier endlich einen Industriepark hin, einen weiteren. So, gut, ja. Das wäre es dann aber auch gewesen für heute. Und dann verabschiede ich mich von euch. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da und kommentiert vor allem. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich suche meine Taste und dann tschüss.